Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes will die Koalition an der sozialrechtlichen Sonderbehandlung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und geduldeten Menschen festhalten. Dagegen fordert die Linke, dass diese Menschen Zugang, wie alle anderen auch, zu regulären Sozialleistungen erhalten und dass Beschränkungen beim Zugang zur Arbeit und zur Ausbildung unbedingt abgeschafft werden müssen, egal welcher Art. Soziale Rechte dürfen nicht unter aufenthaltsrechtlichen Vorbehalt gestellt werden. Und meine Damen und Herren, das Asylbewerberleistungsgesetz besteht seit über 20 Jahren und keine Bundesregierung wollte daran rütteln. Geboren ist es übrigens aus dem Gedanken der Abschreckung von Flüchtlingen. Das Bundesverfassungsgericht hat im Juli 2012 klargestellt, dass auch Asylsuchende ein Recht auf menschenwürdiges Existenzminimum haben. Und der zentrale Satz des Urteils lautet: Die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht relativierbar. Und das sollte auch endlich die Koalition in diesem Haus mal ernst nehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat unter anderem gefordert, dass das Asylbewerberleistungsgesetz nur auf jene anzuwenden sei, die sich voraussichtlich nur vorübergehend in Deutschland aufhalten. Doch wenn man sich diesen Gesetzentwurf genau anschaut, muss man feststellen, dass auch Menschen mit humanitären Aufenthaltstitel aus den regulären sozialen Sicherheitssystemen herausgehalten werden. Das trifft zum Beispiel die syrischen Flüchtlinge. Über 3 Jahre dauert dieser Krieg inzwischen an. Und leider ist auch nicht abzusehen, wann er beendet wird. Und trotzdem unterliegen diese Flüchtlinge dem Asylbewerberleistungsgesetz. Man könne davon ausgehen, dass spätestens nächste Woche sie das Land wieder verlassen können. Das ist doch schlicht Realitätsverweigerung und zynisch obendrein gegenüber diesen Menschen. Das Asylbewerberleistungsgesetz soll auch weiter für Menschen gelten, deren Asylantrag abgelehnt wurde, deren Aufenthalt aber in Deutschland weiter geduldet wird, weil sie auf längere Sicht nicht abgeschoben werden können. Auch deren Aufenthalt ist weder kurz noch vorübergehend. Deswegen müssen auch sie aus diesem Gesetz herausgenommen werden. Und in einer Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales wurde von einer Reihe von Sachverständigen Verbesserungen, und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was die gesundheitliche Versorgung angemahnt. Derzeit erhalten Menschen, die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen, allenfalls Hilfe in aktuellen Notsituationen. Chronische Erkrankungen werden nicht behandelt. Die Folge sind oft Verschlimmerungen bis hin zu schweren Behinderungen und auch Todesfälle hat es schon gegeben. In der Expertenanhörung des Sozialausschusses wurden schlimme Beispiele geschildert. In einem verweigerte das Sozialamt die Operation an einem Augenkrebs eines Kindes. In einem anderen Fall wurde medizinisch notwendige Nachsorge einfach nicht geleistet, weil das Sozialamt Rechnung nicht bezahlt hatte. Das Recht auf Gesundheit und die körperliche Unversehrtheit darf nicht von einem Aufenthaltsstatus abhängig gemacht werden, meine Damen und Herren. Und deswegen kann es nicht sein, dass es so weitergeht. Und, meine Damen und Herren, besonders eklatant ist, dass die Bundesregierung daran festhalten will, geduldeten Flüchtlingen das Taschengeld zu streichen, wenn sie an ihrer Abschiebung angeblich nicht mitwirken. Dieses Strafregime verletzt ganz klar das Recht auf menschenwürdiges Existenzminimum. Sie müssen sich vorwerfen lassen, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht ernst genommen zu haben. Und, meine Damen und Herren, dasselbe gilt für den Vorrang von Sachleistungen vor Bargeld. Die Asylsuchenden erhalten fertiggepackte Esspakete, die oft nur mangelhafte Waren enthalten. Diese Form der Versorgung
ist absolut entmündigend. Auch hier wird die Würde der Betroffenen mit Füßen getreten und damit muss endlich Schluss sein. Deshalb fordert die Linke, das System der sozialen Diskriminierung von Flüchtlingen endlich zu beenden und Sondergesetze wie das Asylbewerberleistungsgesetz abzuschaffen. Auch das hat das Bundesverfassungsgericht durchaus als Option mit inne gehabt. Und das wäre eigentlich das Richtigste. Schönen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt hat als nächste Rednerin Jutta Eckenbach das Wort.